Hallo zusammen, hier ist wieder Chiller Anschlagspieler für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich heute so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein paar Drachenrennen, die wir über ein ganz bestimmtes Event bekommen können. Und zwar haben wir gerade den Kalendor-Pokal. Dieser erstreckt sich über insgesamt 2 Wochen, jetzt aktuell vom 15. August bis zum 28. Ja, es wird vermutet, dass der immer mal wieder kommt, also wie so eine Art Feiertag. Das ist jetzt das erste Mal, dass er am Start ist. Wenn ihr das Video erst später seht, dann müsst ihr ein bisschen in eurem Kalender gucken, wann der eventuell dann wiederkommt. Genau, was können wir da bei dem Kalendor-Pokal machen? Wir können verschiedenste Achievements holen und zwar gibt es wieder verschiedene Drachenrennen. Es gibt einmal die ganzen Drachenrennen in Kalendor einmal im Normalmodus. Dann gibt es das Ganze im fortgeschrittenen Modus und im umgekehrten Modus. Es sind 9 Strecken, die wir dementsprechend dann in verschiedenen Modis abschließen können. Und diese 9 Strecken wollen wir uns jetzt anschauen. Wir skippen den Normalmodus, der ist ehrlich gesagt ziemlich freeload, und werden uns gleich auf den fortgeschrittenen stürzen. Ich werde da noch einen weiteren Guide aufnehmen für den umgekehrten Modus, aber in dem Video sollen wir jetzt einmal hier nur die fortgeschrittenen Strecken angucken. Wo befinden wir uns? Wir sind einmal hier bei dem ersten Rennen, und zwar in Kalendor natürlich, ne? Ist ja der Kalendor Cup. Und dann haben wir einmal hier im Gebiet 1000 Nadeln und hier oben, da sehen wir, haben wir auch schon eine Flagge auf der Map auf den Koordinaten 9, 17. Übrigens, es gibt auch eine Quest, die wir hier abschließen können, und zwar heißt die Einführung in den Kalendor-Pokal. Die gibt einmal 10 so Abzeichen, da können wir uns dann ein bisschen Temok für kaufen. Und die können wir in Waldracken annehmen, einfach bei diesem komischen Podest, wo wir dementsprechend, quasi unseren Drachen ummodeln können. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo der war. Ich meine, das ist irgendwo irgendwo da hinten ist das, glaube ich. Hier war das, meine ich. Genau. Aber gut, jetzt würde ich sagen, schauen wir uns die Rennen an. Also quatschen wir hier mit dem Kollegen. Und halt, da stehen ein bisschen zu viele rum. So, jetzt können wir anquatschen und wir nehmen jetzt hier das mittlere, die fortgeschrittene Partie. Udala, das ist jetzt mein 4. Try. Ich hatte eben einen bisschen verkackt, ne? Weil ich versehentlich meine Baumrinde eingesetzt habe, warum auch immer. Und da wurde ich dann einmal abgemountet, was nicht optimal ist. Jetzt müssen wir gerade mal gucken, dass das nicht wieder passiert. So, also wir müssen jetzt hier auf jeden Fall schauen, dass wir möglichst die ganze Zeit durchpowern und an diesen Felsen entlang uns schubbern, ohne sie zu berühren. Ab und an haben wir diese grünen Wölkchen noch, die außerhalb von der Strecke so ein bisschen liegen. Bei manchen lohnt es sich tatsächlich, sie mitzunehmen. Mein bester Try war jetzt etwa eine... Ah, da habe ich das eine nicht mitgenommen. Mist, das war jetzt schon mal schlecht. Etwa eine, ja, Sekunde drunter. Jetzt mal gucken. Ist natürlich jetzt nicht optimal gelaufen, ne? Ein so ein Wölkchen schon mal nicht mitgenommen habe. Dafür bin ich relativ... Oh, das habe ich wieder eins mitgenommen. Ich glaube, das wird nichts mehr. Ich hab zweimal verkackt. Ich glaube, da muss ich fast jedes mitnehmen, dass das es wird. Ah, das hätten wir auch noch mitnehmen können. Schlecht. Nee, das wird nicht reichen, oder? Doch, das hat gereicht. Komisch, also ich habe 2 oder 3 von den Wölkchen verpasst, aber hat trotzdem funktioniert. Gut, das war jetzt im 4. Try. Ist okay, würde ich sagen. Krass schwierig ist sie jetzt nicht. Den einen habe ich komplett verkackt, weil ich dann einfach meine Baumrinde eingesetzt habe. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir weiter zum nächsten. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar sind wir jetzt einmal in Farallas auf den Koordinaten 64, 54. Und übrigens, das Ganze sind 16 Rennen. Ich meine, ich habe vorhin fälschlicherweise 9 gesagt, also es sind 16. Wir machen alle 16 Stück. Gut, dann los. Dudala, das ist jetzt mein 5. Try. Es wurde jetzt immer knapper. Der letzte war tatsächlich schon 0,1 Sekunde drunter. Ich habe schon ein paar Verbesserungen an meiner Flugweise vorgenommen. Und zwar müsst ein bisschen gucken, dass ihr am Anfang nicht zu viele Lan rausballert, denn teilweise in der Mitte von der Strecke haben wir so ein bisschen das Problem, dass wenige von diesen Wölkchen kommen, ne? Und dann können wir quasi keine Lan mehr aufladen, das ist dann immer so eine Sache. Und hier wollen wir dieses nach oben fliegen benutzen, denn
Hier geht es dann ein bisschen die Steigung hoch und das ist tatsächlich dann effizienter von der Elan-Regeneration. So, dann wollen wir hier einmal das Wölkchen mitnehmen. Hier fliegen wir wieder nach oben. Jetzt wird schon ein bisschen eng mit dem Elan. Ihr seht, das habe ich so gut wie nichts mehr. Naja, ein paar Orbs kommen noch. Jetzt gucken wir mal, ob wir die 0,1 Sekunde, ne, die mir eben vorhin gefehlt hat, ob wir die noch einmal rausgeflogen haben. Vielleicht die Kurve noch ein bisschen enger nehmen als vorher. Hier müssen wir jetzt gleich wieder das Aufsteigen benutzen. Und zwar hier hoch. Zack, dann unter dem Torbogen durch. Durch die Ruinen und hier voll rauspesen. Und tada, da haben wir's. Ja, eine halbe Sekunde war ich unter der Zeit, aber das waren jetzt bei mir 5 Tries, bis ich es geschafft habe. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar sind wir hier einmal in Siditus auf den Koordinaten 39, 84. Dann würde ich sagen, starten wir einmal durch. So, udala, den ersten Try bin ich gerade geflogen, das ist der zweite. Eben haben mir 0,2 beim ersten Flug gefehlt, also nichts. Ups, jetzt bin ich ein Ticken zu spät da von der Klippe runter. Oh weia, das muss ich jetzt wieder rausholen. Mal gucken, wo ich noch ein bisschen Zeit quasi einsparen kann. Teilweise kannst du die Kurven wahrscheinlich noch ein bisschen enger hier nehmen. Ich weiß auch nicht, dass ich hier vielleicht nach oben fliege. Das könnte vielleicht noch ein bisschen was ausmachen. Ich kann mal gucken, aber jetzt habe ich hier schon wieder zu wenig Elan. Das ist schon mal nix. Viel zu slow unterwegs. Gut, unten kriegst du eh immer eine Elan, ne? Dass du dann nach oben schießen kannst. Schauen wir mal, was jetzt hier fehlt. Ne, das hat sogar gepasst. Naja, 0,4 oder so, 0,3 irgendwas waren wir drunter. Aber zweiter Try ist in Ordnung. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar sind wir jetzt einmal im Ugoro-Krater, relativ weit unten. Hier auf den Koordinaten 53, 93. Und da starten wir jetzt auch wieder das fortgeschrittene Rennen rein. Udala, Try Nummer 8. Also irgendwo muss ich jetzt mal ordentlich Zeit rausholen. Ich habe jetzt schon verschiedenste Sachen probiert, aber irgendwie ist alles nicht so, wie ich will. Ein Try, wo mir irgendwie nur eine Sekunde gefehlt hat, ganz am Anfang. Und seitdem, weiß ich nicht, fehlen mir jetzt immer 5-6 Sekunden, keine Ahnung. Also ist mega komisch. Pumpe ich halt einfach mal wieder durch, so habe ich es glaube ich beim ersten Run gemacht. Scheint mir fast, dass es so besser ist, einfach nur durchzupumpen. Der zieht mir jetzt ein bisschen weg, der Kollege da vorne. Ja, ohne Scheiß. Es hört sich zwar vielleicht blöd an, aber dieses Ganze mit nach oben hinfliegen, Elan sparen, einfach die ganze Zeit das, den nach vorne schießen, ne, den Schub oder wie das heißt, spammen und durchziehen. Also das ist wirklich der Way to go anscheinend bei dem Rennen. Alles andere, jetzt versuchen zu min-maxen, hat mich eigentlich nur Zeit gekostet und keine gebracht tatsächlich. Naja gut, man muss manchmal ein bisschen rumprobieren.
So, dann sind wir am nächsten Spot und zwar einmal in Uldum auf den Koordinaten 55, 42. Und da machen wir jetzt die fortgeschrittene Strecke, dass ich es noch rausbringe. So, Dollar, wir haben den Try Nummer 5. Eben, so war ich zum Arsch lecken, ne? War ich drüber vom Timer. 0,01 war ich drüber, also nichts quasi. Jetzt schauen wir mal, dass wir das im Optimalfall nur irgendwie rausholen können. Indem wir hier ordentlich durchpesen. Versuche jetzt auch nicht mehr so viel unbedingt aufzubewahren an Elan. Weil ich glaube, dann wäre ich zwischenzeitlich immer zu langsam. Gut, hierfür, ne, dass wir nach oben kommen, da braucht man ein bisschen was. Aber danach ist es eigentlich egal. Ich werde es jetzt wieder ähnlich wie eben fliegen. Also es war ja schon eine sehr gute Sache. Durch die Palmen fliege ich trotzdem nicht durch, weil... ja. Da fliegen wir jetzt noch einmal nach vorne, dann nach oben. Dann nochmal nach oben. Mal die Kurven alle ein bisschen knapper und schärfer geflogen. Um diese paar Millisekunden noch rauszuholen. Komm, nochmal Speed. Ah, da haben wir sie. Diesmal waren wir sogar unter einer Sekunde schneller. Aber es waren jetzt schon ein paar Tries, ne? Also da muss man schon relativ gut fliegen bei dem Rennen tatsächlich. Juti, dann weiter zum nächsten. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar befinden wir uns jetzt einmal im Brachland. Und zwar hier im südlichen. Und da haben wir hier unten bei den zwei Instanzen, einmal auf den Koordinaten 42, 93, den Flugmeister oder hier den Bronzezeithüter. Und jetzt machen wir einmal die fortgeschrittene Strecke. Na, da Leute, gucken wir mal. Erster Try. Ich sage mal so, das ist hier die erste Strecke, die ich quasi selbst im Normal Run nicht aufs erste Mal geschafft hat, weil man kann hier schon richtig oft wo hängen bleiben. Also das scheint schon eine knackige Angelegenheit zu sein. Ich vermute mal, da werde ich auch ein paar Tries brauchen in den höheren Schwierigkeitsgraden. Aktuell fliege ich da jetzt noch ein bisschen hackelig, ne, weil ich nirgends hängen bleiben will. Schauen wir mal, wie eng der Timer bemessen ist. Weil die ersten Runs im Normal Mode bin ich an einigen Sachen hier hängen geblieben. An irgendwelchen Pfählen, an irgendwelchen Dornen. Da gibt es nämlich schon echt viele Sachen. Hier wäre das nach oben fliegen wahrscheinlich gar nicht so blöd. Oder? Okay, der Timer ist relativ gnädig bemessen. Ich habe sogar jetzt Gold geschafft, First Try. Lol. Normal Modus habe ich 2 Tries gebraucht und fortgeschrittener 1. Alles klar. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar in Desolace, hier bei Maraudern oben auf den Koordinaten 27, 63. Und dort starten wir jetzt mal mit dem fortgeschrittenen Rennen. So, First Try hier. Ich habe es jetzt im Normal schon mal geflogen, um so grob mal die Strecke zu sehen. Und ja, da muss man schon ein bisschen gucken, denn wir müssen durch einige enge Schluchten durch, wie ihr seht. Da ist natürlich auch viel Potenzial, dass man überhängen bleibt. Müssen wir gleich mal schauen, wie eng der Timer ist. Also im Normal bin ich an einigen Stellen hängen geblieben. Jawohl, einiges ist übertrieben. Ich glaube, zweimal bin ich hängen geblieben. Schauen wir mal, dass uns das hier nicht passiert. Sonst wird es hier fortgeschritten. Technisch wahrscheinlich nichts mit Gold. Okay, ich muss hier unten einmal durch. Und an dem Baum bin ich nämlich vorhin hängen geblieben. Dann wurde ich übelst slow. Das ist eine. Ich dachte nämlich, da kann ich durchfliegen, weil das so ein NPC ist. Aber nee, das ist anscheinend, wird nicht als NPC gewertet und dementsprechend, ja. Schaut schlecht aus. Oh, hier hat man keine Elan mehr. Okay, da muss ich dann anscheinend zwischendrin ein bisschen sparen. Die Strecke ist auch relativ lang, muss ich sagen, ne? Durch einige Schluchten durch. Oh, ich glaube, ich habe eine Orb verpasst. Aber das hat trotzdem gereicht. Die Strecke ist relativ einfach. Dann sind wir jetzt im nächsten Gebiet. Und zwar, wir sind jetzt quasi so zwischen dem nördlichen und dem südlichen Brachland. Es ist noch, ja, wahrscheinlich eher südliches, oder? Naja, man kann drüber streiten, es ist genau auf der Mitte. Und hier wollen wir jetzt einmal die nächste Strecke fliegen. Und zwar im fortgeschrittenen Modus. So, Dala, ich bin die eben im Normalmodus geflogen
Und ich muss sagen, die Strecke an sich ist ziemlich kurz. Also jetzt die kürzeste, die ich bis jetzt geflogen bin. Gefällt mir eigentlich soweit ganz gut, ne? Auch mal so eine schnelle Nummer zu haben. Schadet jetzt nicht, wenn die Strecken immer so lang sind. Ist es ein bisschen nervig, wenn du dann irgendwo hinten einen Fehler machst, sie wieder komplett neu fliegen zu müssen. Jetzt gucken wir mal, wie schwer die ist. Also im Normal-Modus bin ich zumindest nirgends hängen geblieben, ne? Bin eigentlich gut durchgekommen. Gucken wir mal, wie das hier der Fall ist. Nett, dass ich den Baum nur mitnehme. Hier ist eigentlich relativ offenes Terrain, ne? Also da musste ich, glaube ich, schon blöd anstellen, dass du was mitnimmst. Und ja, first try. Da war ich ja unter drei Sekunden, ne? Das war ein gutes Ergebnis. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar befinden wir uns jetzt einmal im Steinkrangebirge, relativ weit unten bei den Koordinaten 66, 86. Und da machen wir das nächste Rennen jetzt einmal auf fortgeschritten. So, dala, erster Try. Die normale Strecke, muss ich sagen, bin ich ziemlich krass durchgepaced, ne? Ich bin nirgends hängen geblieben, was schon mal gut ist. Und ich hatte irgendwie 20 Sekunden über der Goldzeit. Also ich glaube, so viel war ich noch nie drüber. Das Ding ist aber, man hat hier sehr viele Möglichkeiten, überhängen zu bleiben, weil es einfach krass viele Bäume sind, wie ihr seht. Und ja, ich denke mal im fortgeschrittenen Modus, ne, sieht es halt mit dem Timer ganz, ganz anders aus. Normal ist ja immer relativ easy ausgelegt. Mal gucken, wie es jetzt hier ist. Vor allem, hier werde ich jetzt schon wieder richtig slow, weil man natürlich auch nicht diese Speed-Dinger hat, ne? Also diese, gut, du hast die Orbs, aber diese Winde hast du halt nicht. Und die Winde schießen dich natürlich richtig krass nach vorne. Aber mal gucken. Bis jetzt sieht es gut aus. Hab halt noch kein Gespür dafür, wie eng der Timer ist. Und die Strecke ist auch tatsächlich halbwegs lang, ne? Also die geht hier ziemlich kreuz und quer durch den Wald einmal durch. Nein, an dem abgestorbenen Baum will ich nicht hängen bleiben. Der hat es schon so ausgesehen, ne? Aber mich catchen will. Schauen wir mal. War doch ein guter Run, oder? Ja, da waren wir ja auch 5, 6 Sekunden drunter unter Zeit. Sehr schön. Easy. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar befinde ich mich jetzt hier bei den Koordinaten 36, 30 im Eschental. Und ja, da würde ich sagen, starten wir mal das fortgeschrittene Rennen durch. So, dann Try Nummer 2. Ich hatte eben beim ersten Try etwa 1,5 Sekunden hatten mir quasi gefehlt, ne? Ich bin aber auch zweimal wo hängen geblieben. Jetzt nicht krass, ehrlich gesagt, ne? Nur so ein bisschen touchiert, aber du merkst halt, du verlierst da Geschwindigkeit. Und jetzt muss man gucken, dass das diesmal nicht mehr vorkommt. Ich bin vorher über so ein Gebäude drüber geflogen oben und habe ein Tor mitgenommen. Vielleicht fliege ich jetzt lieber unten durch, ja. Ist, glaube ich, besser, weil da, das habe ich einmal touchiert vorhin. War nicht optimal. Ja, also unten durchfliegen ist definitiv besser. Dann hier müssen wir auch möglichst und... das war jetzt schon wieder zu knapp. Und da die Elfin, da habe ich den Bogen mitgenommen, ne? Und bin ein bisschen weggeslowt worden. Mal gucken, dass das nicht passiert. Ja, das hat für die Goldzeit gereicht. Wunderbar. Und dann weiter zum nächsten. So, dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar sind wir jetzt einmal im Teufelswald, hier oben auf den Koordinaten 57, 11, so rum. Und da machen wir jetzt das fortgeschrittene Rennen. So, dala, dritter Try. Der erste war halbwegs okay, ne? Da haben wir 2 Sekunden gefehlt. Beim zweiten wollte ich dann Min-Maxen anfangen. Und was passiert? Ich nehme da so eine Säule mit, ne? Bin voll gegen die Säule geflogen. Dann war natürlich Feierabend, also den habe ich dann auch nicht zu Ende geflogen. Was ihr jetzt gerade gesehen habt, ne? Ich bin unter diesem Steg einmal entlang. Da ist nämlich auch nochmal so ein Wölkchen. Und das hat mir jetzt ein bisschen Speed gebracht. Ich versuche jetzt hier beim Runterfliegen schon mal zumindest eine Lan zu sparen. Weil hier jetzt auf der Strecke, wo es dann wieder dezent nach oben geht, hat man tatsächlich nicht so viel. Und da will ich ein bisschen was quasi noch rausholen. So, ihr seht, ein bisschen Elan haben wir gespart. Können wir hier durchspeeden. Hier bin ich vorhin an der Säule hängen geblieben. Das solltet ihr im Optimalfall nicht nachmachen. Hier an dem Kran sollten wir auch nicht hängen bleiben. Dann hier steil nach oben. Okay, ich habe viel zu viele Elan noch über.
Ah, okay, ich war eine Sekunde drunter, hab aber auch einiges an Elan noch über gehabt. Also da habe ich fast ein bisschen zu viel gespart. Aber gut, hat trotzdem gereicht. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar einmal in Winterquell. Und dort sind wir jetzt auf den Koordinaten 68, 68. Und hier wollen wir das fortgeschrittene Rennen fliegen. So, Try Nummer 4. Es geht langsam nach oben. Mir hat es noch ein bisschen über eine Sekunde gefehlt eben. Mal schauen, wo ich die noch quasi wettmachen kann. Es gibt so ein paar Sachen, die ich vielleicht noch einen Ticken besser fliegen kann. Aber auch nicht wirklich viel, muss ich sagen. Es war jetzt eigentlich schon ganz gut, was ich eben zusammengeflattert habe. Eventuell, ich bin hier am überlegen, ob ich nach oben fliegen soll, ob sich das hier vielleicht lohnen könnte. Bin mir halt nicht so ganz sicher. Ja, hier bringe ich dann nicht genug Elan zusammen, da wäre ich dann tatsächlich zu langsam. Ja, okay, das hat ausgereicht. Aber es war knapp, oder? Ah, eine halbe Sekunde. Aber gut, haben wir das schon mal? Und dann schauen wir weiter. So, Dala, wir sind jetzt im Hial angelangt. Und zwar hier oben auf den Koordinaten 57, 28. Und dort machen wir jetzt erstmal die fortgeschrittene Strecke. So, first try. Manchmal bleibt man am Anfang immer noch so ein bisschen komisch hängen. Also ich weiß nicht, ob es da nicht manchmal sinnig ist, direkt das nach oben fliegen zu machen, ne? Oh, da, die scharfe Kurve habe ich jetzt schlecht genommen. Das war schon mal nix. Und da haben wir schon ein paar Sekunden hergeschenkt. Was hätte nicht sein müssen. Hier geht es halt die ganze Zeit um die Wurzeln von dem Baum rum. Und da gibt es dann teilweise schon die ein oder andere scharfe Kurve. Jetzt habe ich keine Laden mehr. Okay, ein bisschen was muss man zwischendrin sparen, so wie es aussieht. Dafür ist aber die Strecke auch ziemlich kurz, ne? Aber, ja gut, das waren jetzt fast 3 Sekunden drunter. Easy, auch mit ungespartem Elan passt das. So, dann sind wir am zweiten Spot im Hiel. Und zwar hier auf den Koordinaten 21, 54. Und dort machen wir jetzt das nächste fortgeschrittene Rennen. Dudala, Try Nummer 3. Ich hatte jetzt die anderen beiden Tries ein bisschen Probleme mit den Feuerkugeln, denn man sieht die eigentlich relativ gut, ne? Wenn man da reinkommt, wird man halt geslowt. Und zwar ziemlich. Das Problem ist, manche Portale führen da vorbei, oder ich sage immer Portale, aber manche Ringe führen halt da vorbei, wo die Dinger halt spawnen, ne? Direkt aus dem Boden raus. Und dann spawnt das genau in dir drin und das ist dann halt ein bisschen ätzend. Das Problem hatte ich jetzt eben. Was ist da nicht nochmal passiert? Weil den so auszuweichen, im Prinzip eigentlich nicht so schwer, ne? Bloß wenn die direkt in dir spawnen, dann ist halt eher ätzend. Eben habe ich das Rennen dann noch zu Ende geflogen. 0,6 Sekunden war ich drüber, heißt... Sollte ich jetzt nichts verkacken, sollte es eigentlich klappen. Also da hinten war es, glaube ich, das hier oder eins weiter. Ne, da kommen die halt direkt da aus dem Boden raus und dann ist halt RIP. Ja, da haben wir die Goldzeit, wunderbar. Naja, war aber trotzdem knapp, ne? Dann sind wir am nächsten Spot und zwar sind wir jetzt einmal in Ashara angelangt auf den Koordinaten 66, 26. Und ja, da können wir jetzt das nächste fortgeschrittene Rennen fliegen. Sudala, Try Nummer 6 haben wir jetzt. Eben bin ich wieder in so einer Kacklaterne hängen geblieben, was eher suboptimal ist. Jetzt muss ich mal gucken. Und es hat jetzt gerade hier nicht so ganz geklappt mit dem Hochfliegen. Echt schon ein bisschen rumzirkeln. Vor allem schauen, dass man die Laternen nicht mitnimmt.
jetzt eigentlich schon wieder fast zu eng. Schiss vor den scheiß Laternen, ne? Dass mir die wieder einen Strich durch die Rechnung machen. Wenn du zu sehr an der Bahn entlang fliegst, kann das teilweise sein, dass du halt hängen bleibst. Vorhin der Run, der war eigentlich nicht schlecht. Der war jetzt nicht super duper, aber der war nicht schlecht, ne? Und dann voll an der Laterne hängen geblieben. Schauen wir, dass wir hier ordentlich durchballern. Na endlich, der Gold. Der Goldrun. Okay, wunderbar. Dann next. Dann sind wir am letzten Spot. Und zwar befinden wir uns einmal in Durota. Hier auf den Koordinaten 56, 62. Und dort wollen wir jetzt einmal das letzte fortgeschrittene Rennen fliegen. Try Nummer 15 sind wir jetzt. Da bin ich jetzt gut rumgekommen. Dürfen wir es bloß hinten raus nicht verkacken, das Teil. Sah bis jetzt gut aus. Ich glaube, so schnell bin ich da bis jetzt noch nicht durchgespeedet. Jetzt muss ich halt schauen, dass ich nicht irgendwo in einem Baum oder so einem Kack hängen bleibe. Ich will es jetzt nicht verschreien, ne? Dreck. Bin ich am Baum hängen geblieben? Ich weiß nicht. Sah so aus, ne? Schon wieder verschrien, das Ding. Schauen wir mal. Bin ich aber hier zu langsam. Ich habe das Hochfliegen nicht benutzt. Das war jetzt, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Ah, nein, es hat ausgereicht. Es war knapp eine halbe Sekunde drunter, aber der Start war gut. Hinten raus war es dann immer gut. Aber damit sind wir tatsächlich durch mit allen fortgeschrittenen Rennen. Und ja, jetzt können wir quasi mit den Marken, die wir uns jetzt hier erspielt haben, dementsprechend ein paar Sachen von dem Händler kaufen. Ich werde jetzt noch zusätzlich die Rückwärtsrennen fertig machen. Und ja, falls ihr dann nicht genug Marken habt, ihr könnt es mit dem Twink auch noch alles angehen und euch mit dem Twink dann die anderen Collectibles kaufen. Für das kleine Guide-Video soll es das schon gewesen sein. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gern beim nächsten Mal wieder. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.